Okay, ich hab gleich unser Müll erstmal eingebaut. Das erste Mal. Ja, tut mir leid, aber das ist. Ist leider so. Dann suchen wir uns halt wirklich was anderes. Wir wollten es aber nicht unterbrechen, das ist ein bisschen unfair, sowas. Das ist. Naja, wir wollten es nicht unterbrechen, aber wenn das Spiel jetzt gerade nicht geht, weiß ich baue bestimmt mit Gold klar. Ich hab's ja. Ich habe ein paar Spiele unterbrechen müssen zwischendrin. Das heißt ja nicht, dass ich sie aufhöre. Die bleiben ja immer im. Ich habe die ja alle in meinem Handy gespeichert, was ich noch weitermachen muss. Also ich breche Vielleicht liegt es eigentlich kein wirklich an meinem Spiel ab. Rechner, ich weiß es nicht. Hä? Vielleicht liegt es ja wirklich an meinem Rechner, ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich mir wirklich neue Festplatte holen, aber ich habe zurzeit das Geld nicht für sowas. Nee, es ist jetzt so, wie es ist. Also es ist Hobby und das Spiel wird irgendwann weitergehen auf jeden Fall. Okay, ich hab's jetzt eingemauert. Das war's. Bist raus. Ja, aber wirklich, jedes Mal ist immer dieselbe Meldung. Ich kann machen, was ich will. Ich kann an die Einstellung schrauben, wie ich will. Ja. Wie ging das nochmal mit dem Task Manager? Wie konnte man den öffnen? Steuerung Alt entfernen. Da müsste eigentlich was aufgehen. Entfernen. Aber es gibt Spiele, da kommst du nicht mehr ran. So wie bei Seiya Nee, ich Brilliant. will ja nicht spielen. Ich will Nee, was anderes nee. wissen. Ich will Ja, ich weiß, aber es gibt Spiele, Task. die drängen sich so in den Vordergrund, dass du keine Chance hast, an den ranzukommen, wenn du nur einen Bildschirm hast. Das Problem hatte ich Geht bei mir schon Seiya bei Spielen. Brilliant. Ich habe einen anderen Verdacht. Dass irgendwas hier bei mir drinne ist, das hier den Speicherplatz klaut. Ah ja, dann musst du einfach mal gucken, wie die Auslastung von der CPU ist. Und von allem. 0%, CPU 0%, 0%, Ja. 9% habe ich gerade mal. Wargaming Center, ich hab's doch geahnt. Also ich weiß, dass der Games by Eckhart, den heute keiner mehr hat, dass der in manchen Spielen Probleme gemacht hatte. Also irgendwas habe ich, das ist, ich habe 33% CPU-Leistung. Wodurch? Klick mal oben auf CPU, dann wird es ja gelistet, was wie viel verbraucht. Was am meisten verbraucht, ist dann ganz oben. Ist gerade, ich gucke ja gerade. Epic Game Launcher, Task beenden. Task Manager macht gerade das meiste mit 5%. Ja, okay, das. Der ist ja dann Und wieder zu. Firefox. Hast du Firefox offen? Naja, über Chat. Unser Chat läuft über Firefox. Nee, unser Chat läuft über Gott. Discord und dadurch ist Firefox aktiviert bei mir. Ach echt? Bei mir nicht. Bei mir ist Discord über Discord aktiviert. Weil Firefox zieht ordentlich Ressourcen, zumindest bei meinem Laptop immer. Firefox war mal so gut und. Oh, beim Laden jetzt von Firefox, ich habe immens Probleme, Firefox hoch, wenn du starten willst. Ja. Das ist furchtbar. Die sind nicht mehr. Das ist nicht mehr. Das ist kein guter Browser mehr, finde ich. Und die waren halt wirklich mal führend. Das war vor 10 Jahren waren die so angesagt. Wie gesagt, ich habe 37%, jetzt habe ich Aber 29%. es läuft doch bei dir eigentlich nichts. Das ist eigentlich viel zu viel. Das meine ich ja gerade. Das muss irgendein, wahrscheinlich, das hat ja ein Kumpel von mir, der ist Computertechniker, der hat gesagt, ich muss auf dem System was haben, was im Hintergrund arbeitet, Ist bei was quasi dir, seit. steht bei dir ein Windows-Update an? Hatte ich erst gehabt. Okay, weil ich habe Gerade. festgestellt, wenn Windows bei mir Updates machen will, blockiert der ganze Rechner, weil dieses Update-Programm so enorm zieht, warum auch immer. Sofort will das haben. Der will das sofort haben und da gibt es gar keine. Oh, okay. Ja, Firefox ist das meiste. Bei Ja. mir gerade 44%. Mit 12%. Jetzt hat er 5%. Ja, weil wir reden, ist das dann. Ja, aber das ist unglaublich. Also ich finde, das ist schon recht viel Auslastung für. Ja, irgendwo im Hintergrund habe ich eine Datei, die alles frisst. Bloß wo? Hast du einen Wurm? Nee, hat er ja alles durch, er hatte seine
eigene Sicherheitssoftware mitgebracht, hat den ganzen Computer durchgewühlt, hat gesagt, da ist irgendwas im Hintergrund, ein Programm, was sich immer wieder versteckt hat. Und das tut dann quasi alles. Was haben wir denn hier offen? Steam können wir zumachen, das können wir zumachen. Naja. Ich habe nur das Spiele-Ding offen und dann eben hier Firefox über Discord. Das müsste ich Discord mal separat runterladen, ne? Also ich habe Discord separat, deshalb. Discord. Warte mal, jetzt völlig mal. Download nur für Windows. Aber du hast das gekriegt von dem Sie-Schreibwettbewerb, oder? Ja, ich habe es mir aber leider nicht angucken können. Ich muss es leider Sind sagen. ein paar gute Beiträge dabei, also es ist schon ziemlich cool. Also es hat sich echt gelohnt, da mitzumachen. Moment. Was denn? Ich habe gerade überlegt, ob ich das die ganze Zeit hoch und runter geschippt habe. Hin und her geschippt habe eigentlich. Ja, ich habe gerade absolut schwachsinnige Arbeit gemacht. Schön. Gut. Super. Wieso? Ich Was hast habe du das im gemacht? Lager, ich habe sie hinten aus dem Lager rausgeholt, bin rübergelaufen, habe sie ins Lager reingepackt. Ja, das war toll. Ja. Hättest du automatisch rüberschieben können, Ja. Nee, ich habe es ja wirklich aus dem. Ich habe gedacht, das ist aus dem Lager von unten. Ich habe es im Grunde aus dem gleichen Lager rausgenommen und dann bin ich rübergelaufen und habe sie da reingelegt, manuell. Ja. Nicht fragen. hä? Ja. Da stand gerade Installing. Aha. So ist. Wir brauchen mehr Kupferkonzentrat. Also irgendwas ist wirklich mit dem Rechner hier. Da Ah. steht Installation, kann ich wegen Datei bla bla bla, irgendwie Fehlermeldung, aber jetzt wird hier unten gerade aufgelistet, dass die Datei gerade runtergeladen wird. Was? Frag mich nicht. Frag mich nicht, ich bin nur ein Mädchen. Simpsons. Das war doch mit Lisa Löwenherz. Achso. Mal schauen, hier ein Ja, da Fenster. steht gerade Updates. Das wird ein schönes Fenster, ein großes. Da werde ich mal Firefox dann ausmachen. Da werde ich mal kurz dich nochmal neu anrufen müssen. Wahrscheinlich. Ich gehe mal drauf auf Discord, ob das funktioniert. Aha. Und dann kann ich Firefox und dann probiere es nochmal, ob das jetzt funktioniert. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich echt nicht weiter. Richtig. Ja, dann können wir immer noch uns ein neues Spiel suchen, oder? Wie gesagt, wir können einfach mal ein Spaßspiel auf Heft machen, wenn du mal Lust hast. Erstmal das Spiel kennenzulernen. Ich kenne das Spiel. Okay. Ich versuche deinen Discord-Account auf deinem Thunderbrowser erkennen. Gib mir nur eine Sekunde. Eins. Zwei, drei, 725. Ich war nicht gut in Mathe. Ach ja, so langsam nimmt das Haus doch Form an. Ich finde es furchtbar. Also ich hätte es mal anders gebaut. Also. Mein Haus, ich bin nicht gut drin, ja. Ich bin froh, dass ich überhaupt was hinkriege. Ich könnte mal diese Shale Bricks bauen, weil dieses Crushed Shale wollte man ja aufheben. Ja, Wichtelein, ich leg mal jetzt auf. Ich versuche dich mal über das normale Discord anzurufen, okay? Ist okay.
muss hier noch irgendwas rausnehmen. Guten Tag. Hi. Hat's geklappt? Ja, ich hab's jetzt umgestellt. Ich hab's ausgemacht und Discord ist es an. Jetzt gehe ich nochmal auf Video und versuche nochmal Echo zu starten. Das ist faszinierend, weil ich musste gar nicht annehmen. Okay. Ich muss normalerweise annehmen, aber du bist direkt. Vielleicht, weil du schon noch im Gespräch warst, weil ich das so schnell machen konnte. Ja, vielleicht. Da hockt eine Biegefliege am Fenster und will rein. Hahaha, ha, ha, das Fenster ist aber zu, du kommst nicht rein. Du wirst draußen erfrieren. Ja, typisch Black Dragon. Ach nee, ja. Was gibt's Neues bei dir, Wichtelein? Oh ja, ich überlege gerade, ob ich meinen Job an den Nagel hänge. Was willst du jetzt machen? YouTuber? Nee, das ist. Wäre schön, aber. Das hat irgendwie, glaube ich, keine Zukunft gerade. Nee. Ich dachte, ich gewinne einfach im Lotto und werde Privatier. Denkst du, das funktioniert? Bisher hat es nicht funktioniert, aber es. Ich habe so viele Nieten gezogen, es kann ja nur noch Gewinne geben. Erste Erfahrung. Genau. Ich weiß jetzt, welche Zahlen nicht kommen und. Wie gesagt, wenn es nicht funktioniert, können wir mal was anderes probieren. Ja, dann liegt es vielleicht wirklich einfach nur an Echo. Wie gesagt, das ist aber erst seit dem neuen Update ist das jetzt passiert. Ja, wir können ja dann vielleicht irgendwann mal wieder gucken, ob es vielleicht irgendwie wieder funktioniert und dann ist es gut. Wenn's dann nehmen wir halt mal irgendwann einfach mal weiter auf und sobald ich dann wieder einen Slot frei habe, wird Echo weiterlaufen und gut ist. Die Frage ist, willst du dann Project Zomboid mit mir spielen? Mal gucken, wie das funktioniert. Freeman hat mir, du bist übrigens gerade sehr leise. Freeman hat mir übrigens gesagt, dass er wieder einen Server gestartet hat, auch einen Sprachserver anscheinend. Aber ich habe ihn noch nicht gefragt, worunter. Okay, ich kann mich schon mal bewegen. Und das war's. Nein, ich befliege. Das liegt an Echo, glaube ich. Liegt an Echo. Das ist definitiv Echo. Ja, irgendwie vor hier Echo Unity 2020 vor allem wird angegeben. Ich also habe keine Ahnung. Bist du ziemlich laut gerade hier? Ja, okay, aber nur weil ich dich anbrülle. Aber egal. Das müsst ihr aushalten. Wichtelein TV stumm schalten. 15 Minuten, eine Stunde, 8 Stunden. Ja, dann kann ich dich nicht mehr anrufen. Bis ich jetzt wieder einschalte. Dann reden wir halt nicht mehr, ist mir auch egal. Achso, warte mal, hier ging das doch irgendwie. Das mit dem Einstellen. Anrufen, Das könnte ich. Nee, wie gesagt, das bringt gerade gar nicht. Das ist null Punkte hier, was ich jetzt versuche. Ja. Leider. Nee, müssen wir mal gucken wegen Projekt Zomboid. Wenn ich nicht so viele Zombies einstelle, dann läuft es auch besser für dich, glaube ich. Das können wir im Nachhinein hochfahren, wenn du dann ein bisschen Erfahrung hast. Hier war's. So. Rede mal jetzt. Ich rede. Gut. Das ist ein bisschen nicht mehr so laut. So, okay. So war's gewesen. Ja, wie gesagt, können wir ja machen. Willst du gleich? Müsste ich erst installieren, warte mal. Ja, mach das doch mal nebenbei. Ich nehme noch ein bisschen auf, damit noch ein paar Folgen von Echo wenigstens laufen, bevor es dann erstmal aufhört. Projekt zum Politiamos, ja. Das ist ein relativ kleines Spiel. Ich wollte es eigentlich mit Hydrocraft noch mit zusätzlich machen, aber ich glaube, das wird jetzt auf die. Ich habe mich damit selber noch nicht auseinandergesetzt, deshalb lassen wir das erstmal. Gibt eine neue Beta-Version davon übrigens nur. Oh, habe ich gar nicht mitgekriegt. Mhm.
Also 11 Minuten müsstest du überbrücken. Ja. Ich könnte ein paar Schildkrötensuppen kochen. Hast du dir eigentlich mal Age of Empires 3 angeschaut? Ich habe das Spiel zu Hause. Es geht um Age of Empires 4. Nee, ich meinte gerade wirklich Age of Empires 3, ob du das kennst. Aber anscheinend ja. Ich hab's auf Und dem, ich hab's auf hier CD-ROM hier übrigens nochmal. das hat mir tatsächlich, also was ich gesehen habe, auch sehr gut gefallen. Auch wenn ich es damals im Login habe ich es mal angeschaut, da habe ich gedacht, was ist denn das für ein scheiß System? Aber ne, wenn du dem Spiel wirklich eine Chance gibst, das ist gut. Dem vierten habe ich jetzt einen Stresstest gesehen von dem Spiel. Die KI ist noch ein bisschen überarbeitungswürdig, wie es aussieht. Das ist ja noch ein Test. Ja, Ist ja. ja noch nicht frei. Aber ja. Bin ich mal interessiert, wie das dann abläuft. Es scheint wie in Age of Empires 3 zu sein, dass nicht mehr Gold die primär fehlende Ressource ist, sondern Holz. Weil du Gold halt herstellen kannst bei jedem Volk auf eine andere Art und Weise, ohne den Markt zu nutzen. Und das war ja auch beim dritten Teil so, dass du ja mit diesen Gutshöfen endlos Gold herstellen konntest und endlos Nahrung mit den Farmen. Das fand ich eher in Age of Empires 2 doof, dass du die Farm immer wieder erneuern musst. Dass du nicht sagen kannst, eine Farm musst du einfach nicht erneuern. Das war im ersten Teil besonders schlimm, fand ich. Dass du die Farm auch immer wieder neu platzieren musstest. Erinnerst dich wahrscheinlich. Ich kenne das noch. Ich meine, ich habe jetzt kein Let's Play von gemacht, aber ich habe es auf jeden Fall gespielt. Okay, ich sag, du machst jetzt auch mal ein bisschen Eisen. Ach, nee, nee. Was ist denn der Scheiß jetzt? Will ich doch gar nicht. Ah, kein Lagerplatz. Wollte gerade sagen, warum läuft denn hier nichts, aber ja. Überall geht mir gerade der Lagerplatz aus. Die haben gerade Dead Space bei Steam auf 4,19 €. Dead Space kannst du von der GameStar umsonst runterladen. Habe ich zwar nicht gemacht. Ich muss sagen, auf der Konsole mag ich es echt gern. Aber mit dem Computer bin ich nicht so richtig warm geworden. Warum läuft hier eigentlich nichts? Läuft das so langsam? Wie ist das Spiel Dead by Daylight irgendwie? Oder wie hieß das andere hier Kommt mit drauf an, dem welches du meinst, wo du von dem Mörder gejagt wirst. Ja. Das war Dead by Daylight. Was heißt denn hier ausgesch. Ach, wann ist denn der Rennofen ausgeschaltet worden? Ach, wahrscheinlich habe ich es mal aus Versehen gemacht. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum das nicht läuft. Dank dir haben wir jetzt auch einen kleinen Vorrat an Mörtel. Und der sorgt tatsächlich dafür, dass ich mir Steine bauen kann. Für mein schönes, hässliches Haus. Was ist das da? Stein. Durch Einstellungen kann ich angezeigt werden. Das ist doch wieder ein Spaß hier von dem Spiel. Bei welchem bist du gerade? Dead by Daylight. Ich habe mir auch überlegt, bei Echo, vielleicht müssen wir auch wirklich unsere Häuser entsprechend ausrüsten, damit wir mehr Bonuspunkte kriegen für mehr Punkte. Vielleicht ist das auch ein Fehler, den wir bisher gemacht haben. Was willst denn du da noch ausbauen? Ich habe da schon alles Mögliche gebaut. Das Nee, ist ja du das musst Letzte. ja, du kannst ja auch Wohngegenstände bauen, das meine ich. Ich sehe gerade was hier, Wichtelein. Ja. Green Hell Pirates of Amazonia Part 2. Jetzt gibt es schon den zweiten Teil von Green Hell.
Der kann sogar zu dritt spielen, wie es aussieht. Wo kannst du dann bloß zu zweit spielen? Aber wenn, dann würde ich Ich erstmal spiele Green Hell trotzdem. durchspielen mit dir. Und ich glaube, Freeman braucht noch ein bisschen, bis er so weit ist, dass er wieder Lust hat, Weil groß was Green Hell aufzu. alleine ist schon nicht ohne. Also das hat schon ganz schön was intus. Ach, das ist ein Add-on. Vom 22. Juni 2021, was ganz was Neues. Ich habe übrigens auch das Kublai Khan Update bei Stronghold Warlords gefunden. Das ist, du musst Okay. auf die DLCs klicken und da sind sie mit dabei. Ich habe Ja, keinen dieses Platz. Boom Simulator gefällt mir gar nicht. Grounded, das interessiert mich auch. Das ist aber noch leider noch nicht fertig. Ja, das ist auch sowas, was nicht fertig ist. Aber ich habe es auch schon gesehen, ja. Das habe ich bei Keyshore geschaut. Aber das ist auch, sobald ein neues Update kommt, alles wieder weg. Da fehlt, bei Grounded fehlt mir auch noch so ein bisschen was, wie das Gras zum Beispiel nachwächst. Du hast irgendwann auch bestimmte Steine nicht mehr. Also wenn du lang genug spielst, gehen dir tatsächlich die Ressourcen im Spiel aus. Warum zur Hölle habe ich eigentlich diese Toilette gebaut, die absolut nichts bringt? Ja, ich habe gedacht, die erhöht vielleicht meine Punkte so ein bisschen, aber nee. Ja, da muss das Haus fertig sein, Wichtelein. Oh, ich kann mehr. Hast jetzt nur dein Zelt. Dein Zelt tut zurzeit nur zählen, dieses Zelt. Und ab wann zählt das? Ja, ich dachte, das ist schon so weit. Bauen wir hier ein Schlafzimmer, da kann ich rausschauen. Baue ich dazu? Strommatratze anscheinend. Wo landen eigentlich meine Ziegel hier? Ach da, 15 Stück. So. So, ich hab's da, Projekt Zomboid. Ist komplett installiert. Mach mal kurz einen Test, ob es läuft oder ob es Probleme gibt. Warte. Projekt Zomboid, ja muss. Das Handling ist ein bisschen schwierig von dem Spiel, aber wenn du einmal drin bist, dann geht's. Und es ist eigentlich eines der realistischsten Spiele, die ich kenne. Also es ist wirklich das realistischste Zombie-Spiel, was ich bisher je gespielt habe. Die Ladeschnecke, die Ladeschnecke. Ich muss mir noch so ein bisschen überlegen, wie ich die Aufteilung in meinem Haus mache. Ich glaube, hier hinten mache ich die Küche hin, in den Bereich hier. Das heißt, der Fischtisch und die Kochsachen. Da drüben ist das Klo, da wird mein Schlafzimmer. Das weiß ich wahrscheinlich, wenn wir dann wieder spielen, Lua nicht wird mehr. geladen. Was? Lua wird geladen, steht dort gerade Ja, bei mir. das dauert ein bisschen, bis es geladen ist, das Spiel. Achso. Aber hat auch nicht die beste Grafik, aber das Spiel ist cool. Charakter werden geladen. Was, die Indie Stone? Die haben das gemacht. Ja, zum Naturbelegung. Mein Bett ist übrigens ein Ronin. Ist herrenlos. Mein Bett ist ein Ronin, es ist herrenlos. Stand da gerade. Ich habe ein herrenloses Bett. Ist ja laut.
Was? Die Stoppmusik ist laut hier, da bist du ja noch leiser. Ja, das musst du runterstellen. Habe ich gerade gemacht, trotzdem. Ja. Ich muss mir merken fürs nächste Mal, dass du mir mehr Fenster machst und ich brauche eine neue Tür von dir. Damit ich dann mein Schlafzimmer fertig habe. Wie gesagt, das ist eben gerade nicht funktioniert mit Echo. Fertig, furchtbar. Es wird auch wieder Ich gehen. also im Spiel könnte ich reinkommen. Okay, es läuft also. Ich gehe wieder aus dem Spiel raus. Ja, dann gucke ich gleich mal. Dann resette ich nämlich meine alte Welt. Und dann würde ich sagen, das war Let's Play Echo. Erstmal für eine Langeweile. Es tut uns leid, Leute. Geht leider nicht anders. Ich sage ciao mit Wichtlein TV, aber es wird auf jeden Fall fertig gemacht. Das Spiel wird jetzt wahrscheinlich eine Weile auf Eis liegen, aber es wird weitergehen. Also, Ich bis zum hoffe. nächsten Mal. Ja, ansonsten, also wenn es wirklich gar nicht geht, würde ich gucken, dass ich das irgendwie alleine regel. Ja, das geht ja schlecht. Du hast die Level ja gar nicht dafür. Ja, aber ich habe noch 351 Tage, bis der Meteor einschlägt. In Genf. Nee, irgendwie würde ich schon eine Lösung finden, denke ich. Es ist zwar nicht gewollt, aber ich würde es halt schon. Ich hätte auch gern Freeman noch dazu geholt, tatsächlich, aber der hat kein Interesse an diesem Spiel. Und der hat auch gerade kein Interesse, groß was zu spielen. Überhaupt töten geht, sondern einfach nur auf Aufbauen Zeug. Ja, das ist nichts für ihn, glaube ich. Aufbauen ja, aber er braucht Kampfelemente einfach. Ja, okay. Dann sehen wir uns dann, keine Ahnung, im halben Jahr, in dem Jahr, in 2 Jahren, je nachdem. Also, 20 Jahre. nee, so lange will ich dann doch nicht warten. Macht's gut. Bye, Leute. Ciao.